Ist das schön hier? Ja. Jo, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroyP und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of Xillia. Jetzt nicht Ruhe. Geil. Ja, wir sind im letzten Part hier bei den Kijara-Fällen angekommen. Und wir müssen zum Dorf Niakera. Nikea, von wo kam er nochmal? Final Fantasy? Na klar, Final Fantasy 6, genau. Und ja. Ja, wir müssen hier die Quelle durchqueren. Ja, dass man klettern kann, wusste ich. Ich habe die Trailer gesehen. Ich bin vorbereitet. Obwohl ich überhaupt keine Ahnung hatte, worum es in diesem Spiel geht. Egal. Wir müssen zu Milas Schrein, der in Nikea ist, oder Niakea. Und ja, wir sind Seemops. So heißt ein Fischer, glaube ich, oder? Pollwiggel, meinetwegen. Mir ist aufgefallen, mein... Na, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das blaue Ding links ist voll. Freue ich mir mal lieber auf. Darf ich aber aufpassen, dass ich das nicht einsetze. So, ich glaube bei jedem Ding, das man schon einsetzt, ist das ja ganz leer, oder? Ich gehe das sowieso nicht mit dem Timing hin. Selbst wenn es ein Boss kommt oder irgendwie sowas. Inventar und Krankheiten. Feinde können Inventar jeder Gegner ist gegen irgendwas immun, anfällig oder... Was weiß ich, ja. Ja, das Rollenspielwissen, das muss ich aber nicht erklären. Eine Pflanze ist schwach gegen Feuer und so weiter und so fort. Da. Alvin, hilf mir, der Block. Danke. Schön. Geil. Bam. Ich glaube ein bisschen zu wenig wieder. Wieso will ich immer... Jetzt weiß ich, warum ich mal nach vorne pressen will, wegen Test of the Abyss. Ich glaube, irgendwie so eine Fähigkeit, dass wenn man noch den Gegner zudüst, also Abwehr gedrückt hält und dann... Was? So. Hat schon gerade Kniebeugen gemacht? In Tales of the Abyss und Geistverschiebungsanfänger. Okay. Meinetwegen. Ich muss mir die Titel irgendwann mal angucken. Also ein Seemops. Eine rahmschwarze Feder. Hi. Wieder Wochenlevel ab. Aua. Alvin. Komm mal her. Nee. Oh, Mila. Komm her. Aua, aua. Hilfe, Mila, komm her. Ja, Alter. Ich kann nur eine Attacke Healer nennen. Ich bin der Healer. Oh, danke. Alvin, das war sehr gut. Oh, das war geil. Schön. Genau, wo ich mit angreifen, wenn er wollte. Ja, er hat schöne Hände bewegt. Level Aufstieg, so. Jo. Bei solchen Sachen level ich immer auf. Das müsste euch aufgefallen sein, ne? Was haben wir denn hier? Technikpunkte. Windschutz. FP. Stabile Verschiebung. Mein Traum, mein Geistverschiebung. Ich Bombe und Feuerkugel.
Die Geisterverschiebung eines Arts sofort keine TP. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Flammenring. Ich mach mal einfach stabile Verschiebung, was auch immer es macht. Fertigkeitspunkte und ja. Freie Verschiebung, ja, oder freie Verschiebung. Sollte man hier vielleicht gucken. Nein. Weil wir bekommen ja auch immer wieder neue. Freie Verschiebung. Geisterverschiebung eines Arzt erfordert keine TP. Was ist denn Geisterverschiebung? Ist das, wenn ich hier die Dinger loslasse, wenn ich Kreis gedrückt halte und da oder vorher loslasse oder was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Aber jeden kommen mit mehr als 4 Treffern 20. Das könnte lustig werden. Ja, dann auch. Kann ich mir aber nicht leisten, okay. Und natürlich. So. Gewonnener Tief mit niederer Geist. Und mit anderen mal an. So. Hui. Hallo. Ein Mischkubi. Okay. 30% von allem. Von allem mache ich ein beide Sachen. So, hier hoch möchte ich erst. Hi. Zack. So, warte. Nein, das ist nicht. Aua, aua. Ich weiß nicht, was Geisterverschiebung bedeutet. Du hilfst mir mal heimlich. Boah, Elvin kommt super zu mir und setzt ein Guardian Field ein. Schön. Schön, wenn wir alle so zusammenarbeiten. Bin ich voll mega krass. Boah. Hat die schon mal 6 Dinger? Ich dachte, die hatte 5. Und Jude hat ein Level Up. Geil. Ich weiß immer noch nicht, was Geisterverschiebung ist. Nur so am Rande. So, was haben wir hier? Windschutz. TP plus 5. Blitzabwehr. Level wiederherstellen. Langer Schritt. Gehe größer auf Vorwärts- und Rückwärtsschritte. Angriff. KP plus 75. Das AZ mit Maximum wäre doch gut. Ich gehe mal voll auf Stärke. Oh, ach so. Die W-Kombo-Hilfe. Und Kraftpunkte. Und er hat jetzt die meisten. Ist klar. Und das ist eine Truhe. Like spears of stone jutting out of the sea. They say you get unusual terrain like this at points where two spirit climbs collide. Stellt für jeden Besiegner 5 mit diesem Anschlag wird das Ziel von Gegner immer noch befriedigen. Oh cool. Dann würde ich das mal Mila geben. Und den Betäubungsangriff kann er haben. Oder okay, ja. Ja. Und ich glaube, ich möchte wieder runter, weil... Hey, da ist doch hier so ein Ding, was wir gefunden haben. Wie in einem Baum. Mit diesem Kind. Ist das eine hier von diesen Thronen oder was? Ich dachte, da wären hier so normale Schatzthronen. Ich dachte, die wären in Dungeons. Hat er nicht irgendwie so erzählt? Hallo? Drachenbaby, ein Drache, eine Drachenbaby. Sieht allerdings nicht wirklich aus wie ein Drache. Was? Cool. Okay. Oh, Krabbe. Gegen dich haben wir noch nicht gekämpft. Du.
Tut. Ja, ich weiß immer noch nicht, was Geister Dingens ist. Zack. Aua. So, ich muss dich lösen. Ich dachte eigentlich, der wird hier ab. Komm, und jetzt du. Boah, das hat viel abgezogen. Glaube ich, mir nur eingebildet. Weil man kam, Jude hat diesen Angriff eingesetzt und dann bam. Bronzehelm im Besitz einer. Ja, klasse. Kann ich hoch, ne? Ja, ich möchte nicht gegen jedes Lebewesen kämpfen. Ich bin für Leben und Leben lassen. Und ich möchte nicht so viel Zeit verballern. Okay, hoch hier. War, glaube ich, richtig. Aber er braucht nur 17 Erfahrungspunkte. Mit ihm brauche ich, meine ich Alvin. Also, gegen dich haben wir noch nicht gekämpft. Puh. Boah, er kann doch in der Luft angreifen. Dauert nur verflucht lange. Zack. Bam. Und Jude hat Stil, glaube ich, eingesetzt. So. Wie die Angriffskraft auch ein bisschen erhöht, wenn er die Pistole drin hat. Ich glaube nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Da so, und Level up. Nee. So. Alvin's Arsenal. Alvin, about your weapon. You've got an eye for good steel. This is one heck of a blade. Actually, I meant the other one. Oh, you mean this? Yeah, I've never seen anything like it. Ach, das kleine Ding. It looks like it channels fire spirits and projects their arts at foes. Yeah, something like that. That's incredible. Where'd you get it? Oh, I see how it is. You're the envious type. Stare all you want, kid. I ain't giving it up. You don't have to treat me like a child. Oh, come on, I'm just yanking your chain. Oh, okay. Mysteriöse Flüssigkeit hat man noch nicht. So, Alvin. Jude hat die meisten KP, das darf so nicht weitergehen. Du bist ja unser Tank. Ja, und das AZ-Maximum, genau. So, jetzt hat er verflucht viel mehr HP. So soll es auch sein. Und da ist mein nächster Speicherpunkt. Hieß es nicht irgendwie, als Speicherpunkt einen auch heilen zu 50% oder irgendwie sowas? Kam mir bis jetzt noch nicht so vor. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Oder habe ich es vielleicht nur geträumt? Geh weg. Nein. Boah. Wie ungünstig. Mann. Alvin, hilf mir mal. Die blocken ja alle, die Schweine. Danke. Und es wird schon wieder knapp mit dem Kampf. Verdammt, er hat eine Pistole mehr gezogen. Ich kann es jetzt wagen. Man, are we good or what? Yeah. Ouch, the cold shoulder. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns. Ich gucke, um das auf dem Weg zum Speicherpunkt nichts passiert. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Tschüss.